Da bin ich jemand, der macht sich darüber Gedanken und da will man natürlich auch den Einwurf, auch wenn es nur einer ist, will man natürlich reinmachen. Auch wenn das Leben nicht immer einfach ist, egal was kommt, du schaffst das. Du bist nicht allein. Du bist wunderbar, so wie du bist. Und wir lieben dich, so wie du bist. Im Team spielst du wieder ganz vorne mit. Auch im Job bestimmst du deinen Weg. Wir sind alle für dich da. Du kannst selbstbestimmt leben. Wir helfen dir dabei, jeden Tag neu zu erobern, so wie du bist. Ja, es war schon schwer, weil ich hätte schon mit ein bisschen mehr gehofft. Generell auch so die ersten paar Spiele, generell die Spiele, wo ich auch gar nicht gespielt habe. Das hat mich schon sehr geärgert. Ja, und es ist immer noch so, also gegen Thüringen habe ich jetzt auch wieder, ich glaube, 5 Minuten ungefähr gespielt. Ja, ist alles nicht ganz so einfach für mich. Man will sich natürlich auch irgendwie den anderen Leuten mal zeigen, den Bundestrainern und so weiter. Und das fällt natürlich dann ein bisschen schwerer und ist auch, ja, gerade wenn man weiß, dass es den Lineups geschuldet ist und nicht irgendwie der eigenen Leistung, dann denkt man sich so, ja, was kann ich denn jetzt noch machen, um doch irgendwie ein bisschen mehr Spielzeit zu bekommen. Ja, ich zähle natürlich bei der zweiten Mannschaft, dadurch, dass ich schon Jahre bei der ersten Mannschaft mittrainiere und mitspiele, zu den Leistungsträgern. Und ja, die Philosophie der zweiten Mannschaft ist jetzt auch nicht so, die unbedingt groß gewinnen zu wollen und die beste Taktik irgendwie in jedem Spiel umzusetzen, sondern einfach ein bisschen zocken und Spaß dabei haben. Und es tut mir, glaube ich, auch ganz gut, dass ich da nicht unbedingt immer den Leistungsfaktor im Kopf habe und nicht immer die ganze Zeit darauf achten muss, ja, hast du jetzt alles richtig gemacht oder nicht. Und deswegen halt frei aufspielen kann und dann auch meine Leistung zeigen kann, was, glaube ich, bei mir ein großer Faktor ist, die Kopfsache, die da vielleicht nicht ganz so entscheidend ist und ich mir deswegen nicht so einen großen Kopf drum mache. Mir war bewusst, dass Paderborn ohne die da jetzt irgendwas denen zu wollen, aber dass es einfach nicht das stärkste Team der Liga ist und dass ich da halt meine Leistung zeigen kann und das vielleicht ein Spiel ist, wo ich auch mal beim Scoren gut dabei sein kann und habe mir deswegen halt auch vor den Tag wirklich vorgenommen, so gut wie es geht, das umzusetzen. Es ist bei mir, glaube ich, viel Kopfsache immer dabei, wo ich auch, glaube ich, noch am meisten dran arbeiten muss. Es ist bei mir, glaube ich, viel Stimmungssache und wenn ich irgendwie das richtige Mindset habe und mich gut auf das Spiel vorbereite, vom Kopf her, dann klappt sowas meistens auch ganz gut. War gegen Hannover, wo ich dann auch wusste, dass ich mal Spielzeit bekomme, glaube ich auch so, dass ich mir da gedacht habe, ja, heute hast du mal die Chance, dich zu zeigen und dann nutzt die halt auch und dann ja, kannst du deine Leistung auch mal zeigen. Ich glaube, was so unsere Schwäche diese Saison die ganze Zeit war, dass wir nicht das ganze Spiel über unsere Leistung konstant zeigen konnten. Es waren immer irgendwie so ein paar Minuten oder ein, zwei Viertel dabei, die wir einfach die Leistung nicht halten konnten. Das hat man zum Beispiel im ersten Spiel gegen Landil gesehen. Wir haben 30 Minuten lang mitgehalten, waren gleich auf mit Landil und haben dann im letzten Viertel das Spiel verloren. Das hat sich die ganze Zeit über gezeigt, eigentlich in jedem Spiel, fast jedem Spiel. Und das war zwar phasenweise auch in diesem Spiel, jetzt gegen Thüringen, aber nicht ganz so stark. Also es war nicht so ein kompletter Leistungsanstieg, dann wieder ein kompletter Abfall, sondern eher so mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, aber eigentlich die ganze Zeit über relativ konstante Leistung. Also das Ziel ist, glaube ich, immer im Leistungssport irgendwie so bestmöglich, irgendwie so lange wie möglich die beste Leistung zu zeigen. Und deswegen versuche ich, ich glaube nicht, dass es immer klappt, hat man, glaube ich, jetzt gegen Thüringen auch gezeigt.
Ich meine, ich habe ja auch nur 5 Minuten bekommen, aber da habe ich auch einen Airball gemacht. Den ersten Wurf, den ich direkt bekommen habe, der offen war. Da bin ich jemand, der macht sich darüber Gedanken und da will man natürlich auch den einen Wurf, auch wenn es nur einer ist, will man natürlich reinmachen. Ich glaube aber schon, dass ja, gerade wenn es gegen Thüringen ist, man weiß, man wird dieses Spiel zu 99% nicht gewinnen, geht man da vielleicht noch mal ein bisschen leichter an die Sache ran als gegen Hannover oder irgendein anderes Team, was leichter zu schlagen ist als vielleicht Thüringen oder Landel. Ja, Ziel ist natürlich, das Spiel zu gewinnen. Wobei ich sagen muss, dass im Moment die Liga, das hat Joe, glaube ich, letzte Woche auch gesagt, hat so wild ist, da kann gefühlt im Moment jeder gegen jeden gewinnen. Deswegen wird es, glaube ich, auch wieder ein sehr hartes Spiel, gerade mit Dirk, wenn er wieder seine 50 Punkte oder so machen kann. Glaube ich, dass es schon schwer wird. Ich glaube, dass das Spiel gegen Hamburg nochmal wichtiger wird, um sich von denen auch so ein bisschen absetzen zu können. Aber jetzt gerade die beiden nächsten Wochen werden sehr, sehr wichtig und es wäre natürlich schön, beide Siege zu holen. Also eigentlich stand die WM jetzt Ende Mai, Anfang Juni auf dem Plan in Japan und wurde jetzt vor 1-2 Wochen, glaube ich, auf September, meine ich, nach Thailand verlegt. Ja, ich weiß auch in der Natsu, dass ich da nicht unbedingt einen Starting-Five-Platz habe, sondern eher so in der zweiten Reihe stehe. Genau, aber wir haben, glaube ich, jetzt die letzten beiden EMs bewiesen, dass wir das Zeug haben, oben mitzuspielen. Haben jetzt zwei Vize-Europameistertitel geholt und ich glaube, da lässt sich mit der jungen Mannschaft, die wir haben, darauf aufbauen und wir sind da, glaube ich, alle relativ heiß drauf, da auch bei der WM mit oben mitzuspielen. Ich studiere Sport und Gesundheit in Prävention und Therapie. Der Gesundheitssport, Behindertensport ist da so auch so ein bisschen mein Ziel gewesen, da vielleicht irgendwie hinterher nochmal im Basketball vielleicht auch tätig sein zu können. Ich habe mir da aber relativ wenig Gedanken drüber gemacht. Das war das, was mich irgendwie so am meisten interessiert hat. Ich war früher, ich wusste schon mit 12, glaube ich, dass ich an die Spoho gehen will. War früher immer im Managementbereich und habe mich dann jetzt relativ kurzfristig, bevor ich angefangen habe, nochmal umentschieden, weil meine Schwester auch den Gesundheitsbachelor gemacht hat und ich das einfach interessant finde. Also im Grunde läuft die Aufnahmeprüfung genauso ab wie bei allen anderen. Man muss theoretisch jede Disziplin auch durchlaufen. Man hat ja normalerweise das eine Defizit, was man in einer der Disziplinen haben darf. Das war jetzt wegen Corona auch auf 2 erhöht. Bei Menschen mit Behinderung ist es so, dass die mehrere Defizite haben dürfen und beziehungsweise ist es normalerweise so, dass man nach dem zweiten bzw. dritten Defizit dann aufhören muss, darf man gar nicht an den nächsten Prüfungen weiter teilnehmen. Bei Menschen mit Behinderung ist es so, dass sie den kompletten Tag mitnehmen und jede Prüfung machen, egal wie viele Defizite sie haben. Und dann wird im Endeffekt hinterher durch 2 Dozenten entschieden, ob die Defizite der Behinderung oder der Leistung geschuldet sind. Und wenn sie der Behinderung geschuldet sind und generell eine Tauglichkeit für das Studium da ist, das heißt, dass man nicht in wirklich jeder Sportart irgendwie nicht mitmachen kann und wirklich nur theoretisch studieren kann, dann kann man auch mit den mehreren Defiziten studieren. Der Trainerschein steht auch demnächst irgendwann auf dem Plan. Mal gucken, aber da mache ich mir relativ wenig Gedanken. Ich werde auch nicht in 6 Semestern irgendwie mit dem Studium durch sein, durch den Sport jetzt auch. Und das kann man auch relativ cool alles planen in der Spoho, dass man da sich so die Zeiten fürs Training freihalten kann. Genau, deswegen mal schauen, wann ich fertig bin.